Hey zusammen, mein Name ist Anja von La Bavarese und wir nähen heute gemeinsam einen sehr einfachen und vor allem alltagstauglichen Basic Sweater. Den Sweater, den wir heute nähen, den gibt es eigentlich in zwei Varianten, beziehungsweise könnt ihr euch aus diesen zwei Varianten eigentlich noch ein paar mehrere Varianten nähen, je nachdem wie ihr das Ganze zusammenstellt, vereinfacht gesagt. Ihr bekommt den Sweater nicht nur mit dem Rundhalsausschnitt, wie wir ihn heute nähen werden, sondern es gibt den Sweater auch mit einem V-Ausschnitt und heute nähen wir den Sweater auch mit einem Saumbündchen. Da gibt es aber auch noch eine zweite Variante im Schnittmuster und zwar ist der Pulli dann etwas länger und wird mit Seiten Schlitzen genäht und das Ganze wird dort mit Briefecken verarbeitet. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch einmal die Videoanleitung zu der anderen Variante, wenn die dann dementsprechend auch online ist. Wie schon erwähnt, die Variante, die wir heute nähen vom Basic Sweater, ist auch wirklich die typische Basic Sweater Variante. Wir nähen heute einen Sweater mit leicht überschnittenen Schultern, bisschen oversized geschnitten, aber dennoch auch jetzt nicht so mega groß, sondern einfach, dass er richtig schön passt und fällt. Wir nähen das Ganze mit einem rund Halsausschnitt, Ärmelbündchen und einem Saumbündchen. Im Schnittmuster habt ihr neben dem Saumbündchen und der Briefeckenverarbeitung auch noch die Wahl, wenn ihr den Sweater mit Bündchen näht, ob ihr den mit einem engeren Saumbündchen näht. Das heißt, das Saumbündchen wird dann gedehnt angebracht, wodurch der Sweater eben so diesen typischen sportlichen Sweater-Look hat. Oder ihr habt auch noch die Bündchen-Variante dabei. Dort müsst ihr das Bündchen nicht gedehnt anbringen, sondern das Bündchen hat exakt die Breite von eurem Saum. Dann sieht das Ganze auch bisschen weniger sportlich, bisschen schicker aus und ist vor allem für Strickstoffe, finde ich, sehr gut geeignet. Damit wären wir auch schon bei den Stoffen. Ihr könnt natürlich alle dehnbaren Stoffe für euren Basic Sweater verwenden, wie zum Beispiel Sweat oder auch eben tolle Strickstoffe. Wenn ihr Sweat verwendet oder Stoffe, die jetzt nicht so extrem dehnbar sind, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr für eure Bündchen euch passende Bündchenware dazu holt. Denn gerade beim Halsausschnitt im hinteren Bereich müssen wir das Bündchen doch schon ordentlich dehnen, damit es sich dann auch später schön ordentlich an unserem hinteren Halsausschnitt anlegt und da kann es dann auch wirklich Sinn machen, wenn ihr Bündchenware eben verwendet. Noch ein paar Infos schnell zum Schnittmuster generell. Ihr bekommt das Schnittmuster in den Größen 32 bis 50 als E-Book und als Papierschnittmuster. Unten in der Infobox findet ihr alles verlinkt und dort findet ihr eben auch das Lookbook mit den tollen Ergebnissen aus dem Probenähen. Ich habe euch auch wieder Zeitstempel einmal unten in die Infobox reingepackt. Das heißt, ihr könnt dann direkt zu der Stelle im Video springen, die euch interessiert oder wo ihr eben stehen geblieben seid beim Nähen. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Anschauen oder auch direkt schon beim Mitnähen. Wir starten jetzt einmal mit unserem Vorderteil. Hier liegt die rechte Stoffseite oben. Hier ist die linke Stoffseite. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, da die linke Stoffseite hier ein bisschen flauschiger, angerauter ist. Und jetzt nehmen wir einmal unser Rückenteil und legen dieses rechts auf unser Vorderteil und zwar an den Schulternähten. Und jetzt steppen wir hier einmal unsere Schulternähte mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Das kannst du entweder direkt mit der Overlock machen, wenn du eine hast oder auch mit der Nähmaschine und einem Zickzackstich zum Beispiel. Hier sind jetzt einmal unsere geschlossenen Schulternähte und diese bügelst du jetzt einmal in das Rückenteil. Im nächsten Schritt können wir jetzt dann schon einmal hier unseren Halsausschnitt mit unserem Bündchen einfassen bzw. unser Bündchen annähen. Es ist am einfachsten, wenn du für das Bündchen eine Bündchenware verwendest, da die einfach viel besser dehnbar ist, falls du eben einen Stoff hast, der nicht so stark dehnbar sein sollte. Dann solltest du dir bitte auch die Knipse vom Schnittteil übertragen haben, damit du weißt, wo der Schulterknips sitzt, die hintere Mitte und die vordere Mitte. Und im ersten Step legen wir jetzt hier einmal unser Bündchen an der kurzen Seite hier rechts auch wieder aufeinander und steppen hier diese Naht auch wieder mit 1 cm Nahtzugabe zusammen, entweder mit der Overlock oder wie gesagt mit der Nähmaschine und einem Zickzackstich. So sieht unser geschlossenes Bündchen jetzt einmal aus und im nächsten Step legst du das Bündchen nun entlang der offenen Kanten links auf links einmal hier so zusammen und bügelst es dann hier auch einmal ordentlich aus. Du kannst dir auch ruhig 1-2 Stecknadeln stecken, damit das Ganze hier etwas leichter fixiert bleibt und dann bügelst du das Bündchen einmal hier so links auf links
ordentlich aus. Jetzt brauchen wir wieder hier einmal unseren Halsausschnitt. Falls du dir jetzt noch nicht die vordere und hintere Mitte markiert hast, dann solltest du das jetzt bitte noch einmal machen. Dafür kannst du auch einfach die Teile nochmal an den Schulternähten zusammenlegen und dir dann jeweils die vordere und hintere Mitte entweder mit einem kleinen Knips oder sonst auch mit einer Stecknadel markieren. Klappe dann deinen Pulli wieder hier einmal auf. Die rechte Stoffseite liegt oben. Hier ist die vordere Mitte markiert, hier die hintere und hier unsere zwei Schulternähte. Und jetzt nimmst du einmal dein Bündchen und steckst es mit den beiden offenen Kanten rechts auf rechts an deinem Halsausschnitt fest. Und zwar legst du hier eine Seite der Naht auf eine Schulternaht. Die Nahtzugaben der Schulter liegen ja nach hinten. Dann steckst du den Knips für die vordere Mitte hier einmal an der vorderen Mitte fest. Mit dem Knips für die hintere Mitte machen wir dann genau das gleiche hier am hinteren Halsausschnitt und dann hier wieder auch auf die Schulternaht. Jetzt wirst du merken, dass vor allem im hinteren Bereich dein Bündchen kürzer ist als der Halsausschnitt. Das heißt, du wirst das Bündchen gleich etwas gedehnt annähen müssen. Dabei dehnst du nicht deinen Halsausschnitt, sondern nur dein Bündchen. Du kannst es auch jetzt hier schon einmal so dehnen, dein Bündchen, und dann dir nochmal so ungefähr in der Mitte nochmal eine Stecknadel hier stecken. Und das gleiche kannst du hier auch im vorderen Bereich machen. Da ist die Dehnung aber nicht ganz so stark wie am hinteren Halsausschnitt. Und jetzt stellst du das Halsbündchen mit 1 cm Nahtzugabe in deinem Halsausschnitt fest und ich würde dabei immer an einer Schulternaht beginnen. Ich würde dir jetzt auch raten, dass du den Halsausschnitt nicht so unter deine Nähmaschine oder Overlock nähst, weil es dann immer passieren könnte, dass du hier den unteren Teil vielleicht aus Versehen mitnähst. Ich würde deinen Pulli einfach einmal auf links wenden und dann kannst du nämlich hier jetzt ganz einfach hier so diesen Teil unter deine Nähmaschine Overlock legen und ganz entspannt in der Rundung entlang nähen und brauchst keine Sorge haben, dass irgendetwas hier noch unter deine Nadel rutscht, was nicht drunter rutschen sollte. So sieht jetzt unser fertiger Halsausschnitt aus. Im Anschluss bügel auch bitte einmal von der rechten Seite aus die Nahtzugaben hier nach unten in den Pullover. Und wenn du jetzt generell möchtest, könntest du auch noch aus optischen Gründen das Ganze hier einmal absteppen. Du kannst es aber auch einfach hier so unabgesteppt einfach auch lassen. Als nächstes machen wir jetzt hier einmal weiter mit unseren Ärmeln. Du hast hier am vorderen Armloch einen kleinen Knips, aber du erkennst ja eigentlich das Vorderteil auch an unserem tieferen Ausschnitt. Und jetzt nimmst du dir einmal den passenden Ärmel, das hier ist unsere linke Seite und das ist meine rechte Seite und legst diesen jetzt einmal rechts auf rechts hier in dein Armloch und anhand des Knipses erkennst du dann auch, welcher Ärmel eben der richtige ist und warum der Ärmel eingesetzt werden muss. Im ersten Step würde ich auch hier jetzt erstmal den obersten Knips des Ärmels auf die Schulternaht setzen. Denk daran, dass die Nahtzugaben nach hinten liegen, die haben wir ja auch schon einmal nach hinten gebügelt. Und dann stecken wir hier den anderen Knips, hier einmal auf den Knips an unserem Vorderteil und stecken den Ärmel dann einfach einmal ringsherum fest und in unser Armloch. Im Anschluss kannst du jetzt hier auch einmal den Ärmel mit 1 cm Nahtzugabe ins Armloch steppen und genau das gleiche wiederholen wir dann natürlich auch nochmal auf der anderen Seite mit unserem anderen Ärmel und dem anderen Armloch. So sieht jetzt hier einmal unser eingesetzter Ärmel aus. Hier ist unser Ärmel, hier ist unser Vorderteil und hier unser Rückenteil. Und im nächsten Step schließen wir jetzt die Seiten und die Ärmelnaht in einem Zug. Dafür legst du jetzt einfach, dreh das Ganze mal. Dafür legst du jetzt einfach hier einmal deine Seitennaht vom Rückenteil auf die Seitennaht deines Vorderteils, natürlich immer rechts auf rechts. Und dann siehst du schon, dann kannst du hier auch gleich die Ärmelnaht gar weiter schließen. Die Nahtzugaben vom Ärmel würde ich hier einmal in den Ärmel legen und dann kannst du jetzt hier einmal die Seitennaht rechts auf rechts zusammenstecken und dann hier weiter auch noch einmal die Ärmelnaht. Und dann kannst du im Anschluss einmal hier die Seitennaht und die Ärmelnaht in einem Rutsch mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Und das gleiche, ich habe es hier schon mal gesteckt, machen wir natürlich auch noch auf der anderen Seite hier mit unserer Seitennaht und der Ärmelnaht. Und dann müssen wir nur noch unsere Bündchen anbringen und unser Pulli ist fertig.
Jetzt sieht unser Pulli ja schon richtig nach einem Pulli aus. Bevor wir jetzt die Bündchen anbringen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, falls du es noch nicht gemacht hast, spätestens jetzt den Pulli einmal anzuprobieren. Denk dran, es kommt noch ein gutes Stück an Bündchen dran, auch an den Ärmel. Und guck mal, ob das so für dich passt, wenn noch was dazu kommt oder ob du vielleicht was kürzen möchtest oder vielleicht willst du dann hier unten gar kein Bündchen anbringen und ein bisschen so einen Crop-Pulli haben. Das würde ich, wenn dann, jetzt entscheiden. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir aber einfach mal hier mit den Ärmelbündchen an. Ich würde jetzt, bevor du das Bündchen erstmal nähst, einmal den Ärmel in 4 gleich große Teile einteilen. Das ist jetzt unser Ärmel. Hier ist die Ärmelnaht. Dann leg den einmal so flach hin und dann ist hier direkt gegenüber von der Ärmelnaht, da stecken wir uns jetzt einmal unsere erste Stecknadel. Dann legst du jetzt die Stecknadel auf die Ärmelnaht und dann hast du jetzt wieder links und rechts hier sozusagen einen Stoffbruch und da steckst du dir jetzt links und rechts die anderen beiden Stecknadeln. Und das gleiche machen wir jetzt natürlich auch nochmal am anderen Ärmel. Jetzt nimmst du dir deine Ärmelbündchen. Das sind hier die schmaleren, kürzeren. Und im ersten Schritt schließen wir jetzt wieder hier einmal unsere Seitennähte sozusagen. Dafür legst du jetzt wieder beide Bündchen einmal rechts auf rechts zusammen und schließt dann hier einmal diese lange Kante. So sieht dein Bündchen dann aus. Im Anschluss würde ich dir auch empfehlen, die Nahtzugabe einmal in eine beliebige Richtung zu bügeln. Und dann legst du auch dieses Bündchen einmal hier so links auf links zusammen, dass die beiden offenen Kanten eben aufeinander liegen. Die rechte Seite ist jeweils außen und dann bügelst du das Ganze einmal ordentlich. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Und jetzt teilen wir aber auch das Bündchen hier an den beiden offenen Kanten auch einmal in 4 Teile ein. Und das machen wir jetzt genauso wie beim Ärmel. Jetzt nimmst du dir einen Ärmel. Ich würde dir jetzt empfehlen, deinen Pulli einmal auf links zu wenden oder zumindest den Ärmel. Hier ist unsere Ärmelnaht und jetzt nimmst du dein Bündchen und steckst das mit den offenen Kanten rechts auf rechts hier einmal in deinem Ärmel fest und dabei trifft die Bündchennaht eben hier einmal auf unsere Ärmelnaht. Und jetzt steckst du das Bündchen jeweils an deinen markierten Punkten aufeinander und du wirst jetzt dann auch merken, dass du dein Bündchen beim Annähen gleich ebenso wie vorhin bei deinem Halsausschnitt auf jeden Fall etwas dehnen musst. Deswegen haben wir auch den Ärmel und unser Bündchen in 4 Teile unterteilt, weil es so jetzt für dich wesentlich einfacher ist, dieses Bündchen gleichmäßig gedehnt an deinen Ärmel anzunähen. So, wenn du jetzt dein Bündchen hier einmal ordentlich festgesteckt hast, dann kannst du es jetzt auch so, wie wir es festgesteckt haben, eben so direkt wieder unter die Nähmaschine legen und kannst dann ganz entspannt hier in der Rundung entlang nähen und dein Bündchen an dein Armende feststeppen. Und genau das gleiche machen wir dann natürlich auch noch mit unserem zweiten Bündchen und dem anderen Ärmel. So sieht unser Pulli jetzt hier mit seinen Ärmelbündchen einmal von links aus. Ich lasse ihn jetzt auf links, weil wir jetzt gleich noch hier unten unser Saumbündchen anbringen müssen. Hier kannst du dir jetzt auch schon einmal jeweils die vordere und hintere Mitte markieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Und jetzt benötigen wir einmal unsere beiden Bündchenteile für den Saum. Dort solltest du dir auch schon einmal jeweils die Mitte markiert haben. Im ersten Step schließen wir jetzt wieder einmal die Seitennähte und dafür legst du dein Saumbündchen rechts auf rechts wieder aufeinander und dann schließen wir hier einmal links und rechts unsere Seitennaht. Dann kannst du die Nahtzugaben wieder einmal in eine Richtung bügeln. Ich würde sie in die gleiche bügeln. Das wird dann nämlich unser hinteres Saumbündchen und dann kannst du sie auch direkt wie eben auch beim Ärmelbündchen wieder einmal hier so links auf links zusammenklappen und dann einmal ordentlich ausbügeln. So sieht unser Saumbündchen jetzt aus, wie du hier siehst. Ich habe es hier dann auch einmal links auf links zusammengelegt an den langen Kanten und einmal ordentlich ausgebügelt. Die Nahtzugaben habe ich beide in dieses Bündchen gebügelt. Das heißt, das Bündchen kommt dann auch gleich ans Rückenteil. Dann außerdem hier sind meine Knipse für die Mitten. Ihr habt ja im Schnitt 2 Bündchenvarianten. Eine ganz lockere, das heißt, die ist genauso breit wie auch euer Saum vom Pullover. Das heißt, da müsst ihr nichts dehnen. Und ich habe hier aber die kürzere Variante zugeschnitten. Das solltet ihr auch nur machen, wenn ihr eben Bündchenstoff habt. Und das heißt, ich muss das Bündchen jetzt hier am Saum genauso wie im Halsausschnitt und an den Ärmeln einmal gedehnt anbringen.
So, hier ist mein Hoodie, hier ist mein Vorderteil, hier ist mein Rückenteil und jetzt lege ich hier einmal mein vorderes Saumbündchen mit den offenen Kanten rechts einmal auf die vordere Mitte. Dann hier die Nähte von unserem Saum, die treffen auf die Seitennähte. Dann geht es jetzt hier weiter, hier ist unsere hintere Mitte und hier ist unsere andere Seitennaht. Jetzt kannst du dir auch wieder, wie beim Ärmelbündchen, hier, wo das Saumbündchen gedehnt wird, noch eine Nadel oder mehrere stecken. Wenn du schon geübter bist, dann reichen dir wahrscheinlich die 4 Nadeln und du kannst es direkt so annähen. Ich würde jetzt auch wieder an eine der beiden Seitennähte starten und dann kannst du auch wieder jetzt deinen Pulli so unter die Nähmaschine bzw. Overlock legen, dass du jetzt hier so einmal schön ringsherum nähen kannst. Und ja, das machen wir jetzt auch wieder mit 1 cm Nahtzugabe, Overlock oder Nähmaschine. Dann bügeln wir nochmal alles ordentlich und dann ist unser Pulli auch schon fertig. Ja, und fertig ist euer Basic Sweater. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Damit könnt ihr mich ganz einfach unterstützen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich da wirklich über jedes Abo, über jeden einzelnen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausführen eures Basic Sweaters.